Moinsen Leute, heute gibt es mal ein Tabak-Review vom neuen Adalia Hawaii. Und ja, was kann man dazu sagen? Der Schnitt ist Adalia typisch, der ist braun eingefärbt, Molasse ist sehr gut eingezogen. Schnitt ist auf jeden Fall sehr gut zum Bauen, gefällt mir die neue Produktion von Adalia. Und ja, der Geruch davon. Also ich kann den, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, diesen Mango Ananas Nesti. Da kann ich den auf jeden Fall mit vergleichen. Der schmeckt, der riecht fast genauso. Man hat halt so eine ziemlich künstliche Ananas. Nicht diese erfrischende Ananas, diese spritzige, etwas säuerliche, sondern so eine süßliche, überreife Ananas, würde ich sagen. Gepaart mit der Mango-Tango-Note ist das so. Ja, würde ich schon sagen. Ich finde auch die neuen Flavor von Adalia, gerade jetzt noch der Lady Killer und der Mango Tango Eis jetzt, die neue Produktion, die sind sich alle ziemlich ähnlich. Da ist noch ein Minzton dabei so, aber der ist jetzt nicht wirklich stark. Und mal eben kurz zum Geschmack. Geschmack ist Laff, würde ich den bezeichnen. Der ist nicht wirklich intensiv. Der ist so, ja, halt wie der Geruch, aber dafür ziemlich wenig intensiv. Ist echt enttäuschend, wenn man den raucht. So, ich finde da den Lady Killer auf jeden Fall intensiver. Und ja, der läuft natürlich Adalia typisch in jedem Setup und den könnte auf jeden Fall easy bauen mit der Hitze und so. Aber ich finde trotzdem ist der Tabak nicht gerade das Gelbe vom Ei. Der ist echt, ist nichts Besonderes, den braucht man nicht haben so. Rauchentwicklung geht gut klar so. Halt Adalia typisch, aber geschmacklich ist das auf jeden Fall nix. Den kann man mal rauchen, aber der ist jetzt einfach nichts Besonderes. Da würde ich euch eher so den Lady Killer oder halt, wenn ihr in diese Richtung gehen wollt, so den Mango Tango Eis, den Mango Tango für den Sommer auf jeden Fall empfehlen. Da würde ich mir jetzt auf jeden Fall nicht noch eine Dose von holen oder so, weil das lohnt sich irgendwie nicht. Ja, heute mal ein etwas negativeres Review. Unten findet ihr unsere Facebook-Seite. Würden wir uns freuen, wenn ihr mal einen Daumen nach oben da lasst. Genauso wie beim Video einen Daumen nach oben lassen. Oder vielleicht auch ein Abo. Wäre auf jeden Fall sehr schön für uns. Ja, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.